Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu WoW Legion. Leveln in Legion, meine ich. Ja, wir sind jetzt hier dabei, in Hochfels noch weiter rum zu questen, die eine oder andere Schatztruhe zu looten und ewig lange hier runter zu gleiten. Wir könnten eigentlich auch. Können wir switchen? So, und weil dann kann ich nämlich. Das Ganze ein bisschen schneller geht, rein theoretisch. Dann schnell genug reagieren. Aber ich werde einfach mal hier rangleiten an der Mauer. Kann eigentlich nichts passieren. So, weil wir wollen ja nämlich hier den Schatz kriegen. Oh, haben wir hier keine Kollision eingebaut, Blizzard? Neben der Blume, die man abbauen kann. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier weiter, so wie ich das in der letzten Folge gesagt habe. Dann Sache an. Wir nehmen aber erstmal die Quest an, bevor wir hier den wieder gegen Papyren kämpfen. Gehen die mir jetzt schon auf den Sack, ey. Wir haben die erst einmal wirklich bekämpft, ne? Hallo. Jetzt hoch. Kommen wir da hoch? Ich will noch eine rare Mob abgrasen. Ja, wie schnell ich mich ablenken lassen, ne? Wow, das ist aber. Danke, Ruß. Oh, hallo, Erz. Danke, Erz. Ich glaube, ich muss auch mal wieder was verkaufen, ne? Und wir haben genug Artefaktmacht für ein. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Für ein weiteres. Für ein neues. Weiteres Dingens. Für ein weiteres Trade Upgrade. Vorsicht. Oh, no. Das wollen wir nicht verkaufen. Das sage was, wollen wir auch nicht verkaufen. Aber die Tasche wird langsam knapp hier. Oh, und ich habe hier nicht resettet. Mal wieder. Oh. Da lang. Oh. Jo, der verbrannte Schamane, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Hallo, Mr. Shaman. Ich bin hier, um dich zu töten. Habt ihr Roggen? Ne, wir haben aber Mond. Mondfahren. AKA mich. Well. Hat der hier? Nussbär, so ein Eichhörnchen. Könnte auch irgendwas Verbranntes sein. Was? Da ist ein Eichhörnchen. Komischerweise hieß er schon vor dem Zwischenfall Knusper. Ein verbranntes Eichhörnchen. Oh, so wie die Tiere hier. Ja, dem Schaman. Komm mal her. Er verträgt einiges. Ich würde mal sagen. Hey, danke. Das ist mir ein bisschen bonk, das Lebensdreck, das er da hat. Irgendwo ist hier eine Höhle, muss hier sein. Weil da ist irgendwie ein Erzvorkommen in der Höhle drin.
Ich mag nicht mehr leben. Hut, Hut. Bonus hier. Oh, da ist irgendwo noch ein Schatz. Richtung. Da ist er. Auf dem Bäumchen. Schlummernder Bär. Schlummernder Bär? Und. Euer Tod wird berauschend. Gornok, der Verlorene. Wer ist? Pyr. Der hat einen Gildenmember, hat. Wurde von dem gewonnen-hittet. So, was haben wir denn hier? 108. Schlummerer. So. Dann gehen wir mal hier noch zu dem Schatz hin, den ich irgendwo gesehen hatte. Da beim Baumstamm war, genau da. Was haben wir hier gekriegt? Eine 57er Kette mit Mastery. Hm. 55. Scheiß auf die. Scheißen wir drauf? Ja, ein Item-Level. Ich bin außer Reichweite. Okay, es wäre wahrscheinlich einfacher von dort darauf zu gehen. Da war noch einer auf die Idee gekommen, von hinten rauf zu springen. Noch da gerade gesehen. So, okay, dann wollen wir mal hier die Quest holen. Sollten vielleicht auch reiten, geht schneller. So, was sagt hier unsere Minuten, also nach dem Ende der nächsten, oder in der Mitte der nächsten Folge. Können wir das mocken? Hallo! Grüße, Champion. Grüße dir. Ihr habt mich vor kurzem an der Flusswindung gerettet. Das ist der Grund, warum ich eure Rolle als Abgesandter bei diesem Stamm unterstütze und auch der einzige Grund, warum ihr jetzt noch am Leben seid. Oh! Ich glaube, ich würde euch alle abschlachten. Warum ihr jetzt noch am Leben seid. Ich betrachte damit meine Schuld euch gegenüber als beglichen. Oh, der ist ja sehr freundlich. Ihr müsst euch dem Häuptling der Bluttotems gegenüber beweisen. Deswegen wahrscheinlich auch Bluttotems, weil die so brutalst sind. Also bevor er mit euch sprechen wird, in diesem Wald befindet sich eine Hexe des Waldes, eine Harpyrenmutter, die sich erst kürzlich in unserem Territorium niedergelassen hat. Wenn ihr in der Lage seid, sie zu bringen und ihrem Leichnam des Blutems und ihren Leichnam den Blutems präsentiert, gestatten sie euch vielleicht eine Audienz bei Torok. Hey dann, Rupfin! Die Drogba, aus deren Gewalt ihr mich befreit habt, waren ungewöhnlich aggressiv. Ungewöhnlich aggressiv. Punkt. Der Stamm aus den Höhlen hier in der Nähe scheint von dem Rest getrennt zu leben. Aber das hielt die Bluttotems nicht davon ab, eine präventive Offensive zu starten und einige von ihnen gefangen zu nehmen. Durch diese Entscheidung blieb der Wald jedoch unbewacht und stand für den Allenfall der Harpyren offen. Eure Hilfe beim Dezimieren dieser Hexen würde von Torok nicht ungeachtet bleiben. Bringt einige Federn zurück, um ihren Tod zu beweisen. 50 Federn. So, und wen haben wir hier? Navarok. Mir nicht wohl bei der Sache. Ihr habt guten Grund, mir nicht zu vertrauen. Meine von den Dragul angeführten Cousins wurden vom Machtgefühlen in den Wahnsinn getrieben.
Aber ich möchte, dass ihr ein paar Nachforschungen anstellt. Ich habe das Gefühl, dass Hochberg eines schrecklichen Urteils droht und Torok und sein Bluttotem-Stamm dafür verantwortlich sind. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann überzeugt euch an der Nordseite des Klippenrandes selbst. Okay. Untersucht Navaroks finstere Vermutung. Well, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht mit der Legion zusammenarbeiten oder so. Maybe, Tabben, unter Umständen. So, wir werden das tun. So, dann haben wir hier gleich mal einen Schatz, den wir uns krallen werden. Yep. Oder auch nicht. Wir hängen hier erstmal fest. Hallo, was ist los? Weg da, Fremde. Hä? Das sieht mir leicht nicht gesund aus. Giftmischer, haben die hier Gift gemischt oder was? Hm. Ja. Nicht so dufte von euch. So habe ich hier. Ach so, das war seine Vermutung. Wow, das ging ja schnell. Ich habe mir jetzt die Namen gar nicht angeguckt von den Leuten. Well. Well. Hat er sich weggebuddelt oder haben sie ihn umgenietet? Ey, ich schätze mal, die haben ihn umgebracht. So, wahrscheinlich die ganzen Bluttotems aus. Was haben wir denn da? Silberin, Fallensteller. Hallo, Gornoth. Wem hat denn der? 20 Miller. Geht doch. Doch. Was wird von uns verlangt? Eure Seele, alles. Jetzt so übel. Okay. War das gerade ein Dämon? War doch gerade ein Dämon, oder? Oh. Hm. Blutturm. Ach, das ist der Chef. Ach, hier ist der in den City, unterirdisch, okay. Wei, wei. Der Boy, der Boy. So, feindlich. Warum ist er jetzt feindlich? Ein Dämon, aber er ist feindlich. Am Klippband. Da. Borasch der Horder. Wenn wir mal den Horder jetzt klopfen gehen. Bevor wir mit den Quests anfangen. Borasch der Horder. Und vielleicht holen wir noch Punkte auch noch. Maybe. Bloß auf den Elite-Ätten aufpassen. Wir sollten vielleicht erstmal googeln, ob da was droppt. Gor.
Gone are the Loth. Oder ob das wie die Sturmriesen in Nord, in Nordend einfach bloß eine Elite-Mob ist, um die Leute zu ärgern. Comments. Okay, da wurde wieder einer. Wurde da gerade wieder einer gepwnt? Okay, WoW Head hatte keinen Loot-Table für den. Okay, also würde ich mal davon ausgehen, dass der. Wenn wir da noch keine Loot-Tables von haben, dass. Ach, huch, das ist schon die Quest. Was haben wir da? Hexe? So, die Chefin da. Ah, komm, wenn wir schon mal hier sind. Komm her. Time to die, Witch of the Forest. Oh shit, gleich mal ein Ad. Da. Oh, sie ist nicht geaddet. Sand. Aua. Fuck off. Immer den Etten im Auge walten. Viertelstunde haben wir, okay. Ja, warte mal, fürs Item-Level walten will ich. Dann muss ich noch irgendwo wieder eine Schatz führen. Und Spaß. 50 Spielzeuge. Oha. Kann ich nur in Nordend hier gesammelt. In der Insel hier. Na gut, 105, da hat er noch nicht so viel. Und dann ist Denton der nächste. Umbracken, da gibt's nicht. Warte mal, gibt's den Titel der Schatz? Nee. Architektin, Astralwandlerin, Singerin, Blut. Champion, Chefgehirn, Diplomaten. Und zwar Haupt. Mein Classic PvP-Titel. Heldin der Eisigen, Holzfällerin, Professorin, Frauen gegen Kraftbomben, Kreuzfahrerin, Kunsthandwerkerin. Nee, bist du ja nicht. Meisterin der Gelassenen. Meister der Welt. Echt kein Schatzsucher-Titel. Reliktjägerin gibt es. So. Aber wieso bist du feindlich? Aber du siehst da ziemlich mit Fell und so aus, also. Wie der Schatz. Gucke drauf zu. Unterwasser-Cave. Hätte man doch. What? Ein Teufels. Ja. Ein Kernhund, mein. Oh, den haben sie mit dem Stein da. Bum Bum von Brullo schreit. Und wieder die Garnisonshülle recycelt. GZ Blizzard. Haben sich nicht mal die Mühe gemacht, das da wegzunehmen. Eieiei. Lädt immer noch auf. Eieiei. Ja. Top of the building. Okay. Dann lass uns da mal reingucken. Und ist auch irgendwo noch wieder ein Rar. Majestätisches U. Ne, den haben wir. Was haben wir denn da hinten?
Velox, Son of Torok. Droppt Artefakt vor. Oh, da oben müssen wir rauf, okay. Kann man da raufklettern oder müssen wir da irgendwie von irgendeinem Berg hier rüber? Das ist jetzt die Frage. Oder wir gehen hier einfach mal den Weg. Da ist. Die sind echt mit der Dings zusammen. Mit der brennenden Horde. Brennenden Horde? Der brennenden Legion. Nämlich hier, Hellgerätschaften. So. 200, na das ist ja da schon. Oh scheiße, falscher Knopf. Dick. So, dann wollen wir uns mal noch den Rare, den Sohn da schnappen von Torok. Kann natürlich auch sein, dass es da so ein Familienbattle gibt. Also dass Torok sagt, also der Alte, oh nee, wir wollen uns den anderen wieder anschließen und der Junge sagt, nee. Pow. Ich will X-Knight. Und, jo. Melox, Sohn des Torox. Die sind sich zum Fighten, aber wir werden ihn hier wegschnappen. Sieh schon. Der Heroic Leap ist da nicht schlecht. Oh shit. Wir haben was geedit. Und der hat gut Leben, der Typ. Oh fick. Wie geil ist das denn? So, jetzt müssen wir uns hier aber erstmal verdünnisieren irgendwie. Mal sagen, indem wir hier runterspringen. Und hier auf den Baum stellen. Doch nicht. So, der Heilwurzel. Und wir haben schon wieder 20 Minuten lang eigentlich nicht das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Gut. So, und hier ist schon wieder eine rare Mob. What the fuck? Ja. Wen haben wir denn hier? Sarah Felbreath. Oh, das ist Demon Hunter. Das ist ein Demon Hunter. Oder einfach nur ein Taure, der einen auf Hexenmeister macht. Sonne, Mond und Sterne, kriegst du doch ganz gerne in die Fresse rein. Ja, so muss das sein. Bam! So. Ich würde sagen. Vielleicht hätte ich ein bisschen besser zielen sollen, weil man kann ja hier nicht zählen als in Eulenflugform. Warte mal, wenn wir. Machen wir das. So, und dann. Nee, es geht nicht. Initialrichtung wird beibehalten. Ui. Ich hätte gedacht, auf einmal die Atmosphäre ändert.
Punkt war hier oben, ne? Holen wir uns erstmal den. Jetzt läuft er nicht weg. Und wie wir in der Folge überhaupt nichts von dem mal gemacht haben bis jetzt. Freifallklippen, ja. Das haben wir gemacht. Freier Fall. Punkt. Tango. Und das zum Überleben. Haben wir einen Briefkasten? Nee, oder? Ich muss jetzt hier erstmal. Ich muss erstmal hier ein paar Sachen an meine Disenchanter schicken. Disp. So. Das kann weg. So. Und dann. Haben wir noch ein Pirat? Nee. So, dann. Kaufen wir. Reppen mal. Freunde der Krummel machen hier ein gutes Geschäft. Irritierende Arma. Oh. Okay. Reppen, 1G75. Mögen eure Füße gute Pfade finden. Ach, scheiße, hier die. Warte mal, komm her. Ich habe noch was. Ganz, ganz viele Waren. Ja, das ist schön, aber brauche ich jetzt nicht. Ja, auch. Vielleicht. Unter Umständen. So, okay, dann werden wir da jetzt mal runter und uns weiter mit der Küste beschäftigen. So. Das sind ja jetzt auch schon ein bisschen Erzchen. Hat ein Erz. Du, 195, also. Denn ist das trotzdem mehr wert, das Lehsteinerz? What the fuck? Oh, das ist doch weg, das. Nee. Hat hier. Ich will mich selber aufregen. Oh! Ein beinharter Murloc. Warte mal, Samuel, war da nicht weiter als ich? Nee, 100. Samuel. So. Beinharter Murloc. Beinhart wie ein Roger. Reinhard, wie ein. Da. So. Okay, dann mal weiter hier. Obwohl, ich glaube, wir sollten über ein Aqua. Sicheres Pokémon. Pokémon? Reitchen nehmen. Oh, das finde ich ja schön, dass hier mal Murlocs sind, die einem nicht auf die Fresse hauen wollen. Das finde ich mal dufte von euch. Hello, lovely. Haare Mob hier irgendwo. Da war auf hier festzuhängen. Oh, es ist schön. Idyllisches Murlockdorf, was man hier besuchen kann. Oh. Beinhart, aber warum Beinhart? Ich weiß sowieso nicht, was das für ein Wort für eine Bedeutung an und für sich. Okay. Hallo. Ist auch nur 110 Elite-Möwe? Ne. Okay. 101er. Ich für. Für hier entschieden. Okay. Eben das seine? Rare Mobs, hier war noch. Na okay, das braucht. Treasures waren hier auch keine. Ne? Nee. Können wir hier hoch? Ne, wir können hier unten weiter. Ja. Müssen wir die erstmal resetten, bevor wir abbauen? Mehr. Ja, Schwede. Hier an der Küste. Sabotiert die Sumpfsteine. Sabotiere gar nichts. Ich sabotiere höchstens meine leeren Taschen.
indem ich sie voll mache. Das ist zu weit entfernt. Oh, hello. Lass uns mal hier ein Stückchen weggehen. Nicht, dass da noch doch irgendwie einer entscheidet zu adden. Lehstein Basilis, den wir mit T2 abbauen können. Also, Effizienz-T2. Oh, unterbrechen. Aha. Du bist der, der unterbrochen wurde. Du Nervensäge. So, schwimmi. Schwarze Barracuda. Oh, hier sind feindliche Murlocs. Was ist hier los? What is hier los? Ach, nur noch 1710 Vorkommen, bis wir ein Level-Up haben. Ah, geht doch. So, das ist für die Sache. So, wir werden uns aber jetzt, denke ich mal, noch den raren Mob in dieser Folge krallen. Und Flöz? Müssen wir flözen? Flöz. Ich hätte schon gerne noch mal wieder ein paar Levels. So. So, oder was? In der Höhle? Das ist nicht richtig dargestellt. Eigentlich nicht. Ich bin außer Reichweite. Oh doch. Man sieht es aber nicht. Okay. Weiter Richtung Rare Mob. Obwohl, nee, da können wir gleich die Pussy nehmen. Was haben wir denn? Wie heißt denn der Gute? Mückrl, also ein Murloc sehr wahrscheinlich. Und Mückrl sieht ziemlich tot. Ah. Ja gut, dann würde ich sagen, wenden wir an dieser Folge die Stelle, ja, genau. Und stellen an der nächsten Folge weiter. Bis dahin, euer Znaf. Bye, bye.